Bauernhof, Bauernhof, Bauernhof. Und daneben anscheinend Wohnung. Bauernhof finde ich uninteressant, aber die Wohnung können wir. Können wir mal kurz. Können wir mal kurz reingucken. Sieht schon scheiße creepy aus. Muss man schon sagen. Die Chance, dass da Obdachlose drin wohnen, liegt halt auch bei 90%. Hier mitten in der Stadt, ey. Doch hier schon wieder alles. Das ist hier doch schon wieder alles richtig abgefuckt. Hallo? Ist hier jemand? Wohnt hier jemand? Ich habe irgendwie das Gefühl, da wohnt einer drin. Oder da schläft einer drin. WTF, da liegt ein Feuerzeug mit einer Kippenpackung. Da liegt eine Spritze oder so. Alter, was denn geht denn hier ab? Ich glaube, das ist hier der städtische Junkie-Treff hier oder was? Ich weiß nicht, ob ich hier rein sollte. Ey, ist hier jemand drin? Dann solltest du jetzt antworten. Geräusche her. Da kann mir auch keiner sagen, da liegt doch eine Spritze. Da hinten ist irgendein kleines Schälchen, da liegt eine Kippe mit Feuerzeug. Da liegen Fleischpackungen auf dem Boden. Das ist hier irgendein Junkie-Treff. Leute, nee, sage ich euch ganz ehrlich. Entweder ist da einer Todeshai drinne oder... Oder wartet nur auf mich, um mich abzustechen? Nee, nee, nee. Also nicht mit mir, Freundchen. So blöd bin ich nicht. Ich sehe hier, ich habe auch Gefühl, ich sehe schon Gespenster. Nee. Das ist hier mitten in der Stadt. Da liegen Spritzen rum, da liegen Feuerzeuge rum. Ich bin, also lebensmüde bin ich auch nicht. Guckt euch das mal an hier. Also entweder finde ich da drin irgendeine Meth-Höhle oder eine Leiter oder was weiß ich. Ne, da gehe ich nicht rein. Auf Wiederhören. Bin ich bescheuert. Ich mache viel bescheuertes Zeug, aber da gehe ich jetzt nicht rein. Mitten in der Stadt ist immer scheiße hier. Das ist... Ach.
schnell raus hier, bevor hier nur einer hinterher jumpt. Boah, wenn mir jetzt einer hinterher jumpt, ey, bin gerade ein bisschen geladen. Das regt mich auf. Hätte da nicht einfach jemand antworten können da drin, dann wäre die ganze Sache vorbei gewesen. Ja, hast du gedacht, dass du mich hier reinlocken kannst, wa? Nee, du, heute nicht, heute nicht. Puh, so. Ba-ba-bam. Ja, Leute, guckt euch. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen, ne? Zieht euch das hier nur mal rein. Da hinten liegt irgendeine versüffte Matratze. Ich will gar nicht wissen, was auf dieser Matratze da schon gemacht wurde. Mann, ey. Nee, das ist nicht meine Welt von Lost Places, du. Da renne ich lieber nachts wieder über ein Militärfeld, als mich von irgendeiner Nadel da abstechen zu lassen. Schon Paranoia, dass mir einer hinterher rennt. Schnell weg hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo ich bin. In was für einer Stadt. Stirncam sehen. Was läuft denn da für ein kranker Motherfucker lang? Oh, so Leute. Ins Auto und erstmal abschließen. Ich muss euch sagen, also auch ich habe eine gewisse Grenze. Und diese Grenze war jetzt eben erreicht. Also ich habe da Spritzen gesehen, ich habe da ein Feuerzeug mit Zigaretten gesehen, ich habe da lagen Fleischpackungen auf dem Boden, da lag ein kleines Metalldöschen rum, weil als wenn sich da einer Heroin drin heiß gemacht hätte, nee. Also irgendwo ist auch meine Grenze erreicht und ich renne da nicht in irgendeine Junkie-Höhle hier mitten in der Stadt rein. Also, ne, da habe ich keinen Bock drauf, das ist es auch nicht wert. Da war, also klar, es war einfach ein runtergeranztes Ding, es wäre gruselig gewesen da drin, aber ich denke, man sollte auf sein Bauchgefühl hören und mein Bauchgefühl hat mir jetzt gerade gesagt, bis zum Fenster und nicht weiter. Zu zweit wäre ich reingegangen, aber alleine, nee, ich habe kein Backup, keiner weiß, wo ich bin, Leute, Also, trotzdem vielen Dank für den Support, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, haut rein.